Ja, das ist die große Herausforderung. Das ist ja so, die Leute denken vielleicht, ja, der Manfred, der gibt Seminare über Selbstliebe, der hat das alles schon in Perfektion gelebt oder kann das schon alles. Und ich würde eher so sagen, im Gegenteil, die Menschen, die am meisten drüber sprechen, haben auch am meisten Thema damit, so, ja. Das ist auch ein Spruch von Bärbel. Das, was du kannst, tust du, und das, was du nicht kannst, lehrst du. Selbstliebe ist, glaube ich, ein lebenslanges Thema. Und ich kenne niemanden, auch wirklich Menschen, die ich sehr gut kenne, auch wirklich tolle Lehrer. Da würde ich wirklich allgemein sagen, jeder hat da noch ein Schäufelchen draufzulegen. Jeder kann noch mehr tun für das Thema Selbstliebe. Also da sind wir alle im Grunde eins. Und da bin ich einer von euch, da bin ich einer von uns. Machen wir es erstmal fest an dem Bild, was ich gerade hatte. Wenn ich alles für mich behalten will, dann ist es eigentlich ein armes Gefühl, weil ich habe ja nicht genug. Ich denke, wenn ich was abgebe, dann fehlt mir selber etwas. Das ist das Gegenteil von Fülle. Und dieses Bereitsein, dieses Fließen lassen, dieses Vertrauenshafte ist für mich auch ein Bild von Vertrauen in die Schöpfung. Also wenn wir jetzt Universum als Gott mal gleichsetzen, dass das Bestellen ja was zu tun hat mit dem Beten letzten Endes, dann bin ich dann angeschlossen an die Fülle, wenn ich ganz in diesem vertrauensvollen Zugang zum Universum oder zu Gott bin. Ich bin ein geliebtes Kind der Schöpfung. Die größte Fähigkeit zum Wünschen bekommst du dann geschenkt, wenn du in die vollkommene Akzeptanz mit dem Ist-Zustand gekommen bist. Der andere Mensch, dein Partner, er bleibt genauso wie er ist, so störrig und bockig und wie auch immer, bis du ihn akzeptierst. Und das ist vielleicht genau die Zeit. Weniger ist mehr, dass wir uns das, was da ist, mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein verdeutlichen, dass wir, Eckhart Tolle würde sagen, ganz im Hier und Jetzt sind, dass wir gegenwärtig sind, uns den Moment genießen. Und ich fand eine ganz schöne Botschaft, die ich euch gerne geben möchte, dass der Stern von Bethlehem wiederkommen wird.